Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Let's Talk Video von mir, dem Dolle96. Ja Leute, warum tue ich das? Warum investiere ich die Zeit, den Schweiß, den ich eigentlich in meine Let's Plays machen sollte, in solchen Let's Talk Videos? Warum tue ich das? Ganz einfach, weil ich für Let's Plays keine Zeit mehr finde. Zum Beispiel jetzt, jetzt hätte ich gerade vielleicht Zeit, aber ja, Fußball läuft, Leute. Und ich gucke keinen Fußball. Also werde ich gleich auch aufnehmen. Das verspreche ich euch, dass ihr wieder ein paar Folgen habt und mein Handy. Naja, auf jeden Fall sage ich euch einfach mal so, was momentan Phase ist bei mir. Warum kommen momentan keine Videos? Ich bin momentan im Stress mit der Freundin, die ich nicht habe, noch nicht. Der anderen Frau, die dazwischen steht und so eine ganze hirnverbrannte Scheiße. Das wollt ihr alles gar nicht wissen. Alles. Warte mal kurz, husten. So. Das wollt ihr alles gar nicht wissen. Und wenn doch, schreibt mir den Skype an. Ich erzähl's euch. Nein, ich erzähl's euch nicht. Mann, die Weiber will mich umbringen. Auf jeden Fall muss ich sagen, bin ich momentan überfordert und komme einfach nicht mehr zum Let's Playen, weil ich einfach nur noch wild entbrannt am rumflamen. Quatsch. Ja, ich hab gerade schon wieder ein SMS gekriegt. Ich schreibe mal eben zurück, weil ich einfach momentan keine, ich finde einfach nicht die Zeit dazu, irgendwelche Let's Plays zu machen. Übrigens, das sollte eigentlich ein Webcam-Video werden, dann wollte ich ein Handykamera-Video machen, hat alles irgendwie nicht geklappt. Beim Handykamera-Video kam meine Mom rein, beim Webcam-Video war der Ton extrem asynchron. Ich möchte euch hiermit auch noch ein Spiel vorstellen, das ist ab 16, das heißt Storm Rise, oder Stormrisse. Rise, Storm Rise, so, ist ein Game for Windows, kostet, ist auch übrigens auch von Sega, kostet 2 Euro und spielt eigentlich ganz geil. Muss ich sagen, ich habe es heute jetzt 4 Stunden gespielt oder so und bin relativ, ich weiß nicht, wie weit ich gekommen bin, aber es macht eigentlich Spaß, muss ich sagen. Ich probiere es den Vollbildmodus auszumachen, ganz ehrlich, ich hasse Spiele, die du nur im Vollbildmodus spielen kannst. Ah, kriegt das Katzen bei. Naja, auf jeden Fall möchte ich aber nur sagen, dass in den, also wir haben jetzt ja noch eine Woche Schule, quasi, heute ist der 17.06.2012, jetzt haben wir noch die eine Woche Schule, was eigentlich gar keine ganze Woche mehr ist, aber am Freitag um 10 Uhr frei haben, also was heißt frei, wir können nach Hause gehen, die Zeugnisausgabe so und so, aber Freitag kommt wird wahrscheinlich auch nur ein Video kommen, wenn ich zu Hause bin, weil dann, wenn ich das dann noch vorbereitet bekomme, weil ich weiß es aber nicht so, und wenn ich es dann halt vorbereitet bekomme, wenn ich dann nicht, weil Freitag ist um 17 Uhr unsere Abschlussfeier, wo das eigentlich ja keine Abschlussfeier ist. Nicht Quatsch, doch, Freitag ist um 17 Uhr. Donnerstag war die richtige Abschlussfeier. Ja, das war auch so eine geile Aktion. Ich kann euch das immer so ganz schnell mal schildern hier. Während ihr irgendwas, weiß nicht, vielleicht wieder ein Landscreen, vielleicht mal ein anderes, wie fällt mal irgendwas, komm, vielleicht denke ich mir mal was aus. Spielen dann vielleicht eine Runde LOL oder so, keine Ahnung. Oder eine Runde SV League ohne Dings, ohne Sound, für meine Idee. Ja, werdet ihr ja sehen. Auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wir wollten eigentlich ein Abschlusszelt machen mit allen. Bei uns in der Nähe ist da nämlich so ein richtig, eigentlich relativ geiler Zeltplatz. So, ja. Irgendwie konnten sich aber irgendwie alle nicht auswählen. Dann haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das Ganze über Facebook. Also jetzt nicht so ein Flashmob-Scheiß, sondern dass du auch direkt dafür eingeladen werden musst und Leute, die andere Leute einladen, fliegen halt raus und dann wird das Ding ganz gestoppt. Also momentan haben wir nicht viele Zusagen, also quasi alle nur die, wirklich die auch eingeladen wurden von der Veranstalterperson, dem Poismann. Und da haben wir gesagt, das machen wir alles bei Facebook, haben wir auch zu unserem Klassenlehrer gesagt, der hat dann gesagt, gut, dann mache ich nicht mit, weil das ja alles privat jetzt momentan ist. Also das machen wir jetzt alle an sich nur von uns, aber auch ohne, dass irgendwelche anderen dabei sind, also quasi nur noch wir, weil normalerweise, wenn wir zelten, sind wir da mindestens für 30 Mann oder so. Nein, 30 Mann ohne nicht, letztes Mal waren wir 15 oder so, keine Ahnung. Reicht aber auch, heute sind wir jetzt, keine Ahnung, weniger. Aber es ist heute. Da sind wir weniger. Was auch eigentlich gut ist. Auf jeden Fall, ich quatsche mir viel zu viel. Nein, ist aber egal. Auf jeden Fall haben die sich irgendwie nicht ausgemerkt. Und dann hat unser Klassenlehrer aber gesagt, komm, ich mache euch noch eine Möglichkeit, weil der hat auch so schon gesagt, ja, wenn ihr sowas machen wollt, weil wir sind abschlussneu, das ist kein abschlussneu der Klasse. 10. Klasse musste man eigentlich eine Abschlussfahrt machen, aber da einige sitzen bleiben, beziehungsweise freiwillig wiederholen, so wie ich, die 9. Klasse jetzt nochmal wiederholen. Schöne Scheiße. In der geilsten Klasse, die ich überhaupt
gar keinen, ja wohl, ich kenne da Leute, aber nein, so, ist auch egal auf jeden Fall. Haben wir uns so gesagt, dann machen wir lieber mal einen Abschluss, irgendwie sowas. Aber irgendwie konnten sich die ganzen feinen Weiber und sogar feine Kerle, ja, und sie sagen auch, nö, wir kommen nicht. Wieso? Ich meine, hallo, das ist vielleicht. Ich sage einfach nichts dazu, weil es einfach nur Stuss ist. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt ein Abschlusszelten mit Leuten, mit denen wir sowieso auch so immer zelten. Ich meine, bei uns ist an sich keiner großartig dabei, also beim Zelten. Das ist eigentlich bloß unser direkter Freundeskreis. Wir sind in der Klasse und haben da so verschiedene Freundeskreise, muss ich mal so ganz einfach mal sagen. Ich erzähle euch das jetzt einfach mal, weil es euch sowieso interessiert. Ha, nicht. Aber naja, auf jeden Fall ganz individuell. Aber ich finde einfach nur scheiße, dass einige sagen, dass sie nicht kommen, weil es einfach nur Kacke ist. Ich muss mal kurz eben. Naja, auf jeden Fall. Warum kommen diese Woche keine Videos? Kamen diese Woche keine Videos. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich habe eine Zeit gehabt, das ganze Wochenende, beziehungsweise den ganzen Samstag, einschließlich Sonntag, bis um 11 war ich bei einem Kumpel Hannes. Da komme ich ja nicht zum Aufnehmen, geschweige denn zum Hochladen, weil, ja, komme ich einfach nicht dazu. Ist einfach so. Finde ich mit ab. Ich habe auch ein Real Life, ja. Ich kann auch nicht immer Videos hochladen. Und wenn ich halt nicht zum Aufnehmen komme und halt keine Videos habe, dann kommt auch nichts. Da kann ich nicht einfach sagen. So, auf jeden Fall Ferien. Ich habe jetzt schon wieder 6 Minuten gelabert, aber es ist scheißegal. Ab jetzt könnt ihr. Ab hier ist jetzt der Part, der wichtig für euch ist. In den Ferien. Wir haben jetzt ja noch eine Woche Schule. In den Ferien werde ich wahrscheinlich mehr zum Aufnehmen kommen. Nachts, morgens, keine Ahnung, weil wir morgens sowieso selten irgendwo hinfahren wollen, außer wenn wir in großen Städten mit unserem Schülerferienticket tun. Ich habe zu meiner Mama vorhin schon gesagt, die muss jetzt wirklich blechen. Wir brauchen auch Geld auf Handy, denn Schülerferienticket, da sind wir schon bei 42 Euro. Denn, also insgesamt mit beiden, denn noch so Geld und, oh, geil. Ich beute meine Eltern gerne aus. Auf jeden Fall muss ich sagen, wo war ich? Auf jeden, ja, genau, Videos. Ich habe ja immer mein Brummi-Headset hier, wenn ich den scheiß Kabel einstecke und wenn ich meinen Grabber anschließe, brummt das ja. Ja, das kann ich momentan noch nicht beheben. Der Matthias, der meldet sich ja nicht, ne? Matthias, wenn du das siehst, bitte melden. Weil ich keinen Bock habe, mich die ganze Zeit bei dir zu melden, sonst komme ich wieder so rüber, als wenn. Jetzt komme ich mir so vor, als wenn ich ein totaler Scheißtyp bin. Und halt nur Scheiße und so, ne? Auf jeden Fall muss ich sagen. Das ist scheiße. Na, auf jeden Fall, dass ich halt. Müsst ihr euch damit jetzt abfinden, bis ich mein neues Headset habe. Das von Three Vincent Valentine, ja. Von dem guten Vincent, Michael. Aber nee, nicht von dem. Also, ich kaufe mir das gleiche, was er hat. Bloß halt die AV-Version, also die 3,5 mm Klinkenbuchse, Scheiß-Version. Damit ich halt überhaupt ein Headset habe, um aufzunehmen. Wenn es eine Scheißqualität ist, es wird hundertprozentig Qualitätsverlust von der Stimme haben. Aber ich habe halt bloß einen Laptop und keinen dicken fetten PC. Müsst ihr euch mit abfinden. Ich werde auch wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren keinen anderen nicht auf PC umsteigen, weil ich halt nicht das Geld dazu habe. Tut mir leid. Wenn es nur an dem Headset liegt jetzt hier, liegt es halt daran, dann kaufe ich mir ein USB-Headset und dann hat sich die ganze Geschichte. Nur liegt es wahrscheinlich nicht an dem Headset, sondern es liegt an dem Laptop. Ich weiß es nicht, ich werde es ausprobieren. Wenn ich irgendwann mal wieder Geld habe, zum Winter hin kriege ich Geld, weil Weihnachten und Geburtstag ist so nahe. Am 11. November habe ich Geburtstag, ja. Ist auch egal, auf jeden Fall. Kommen jetzt die Tage wieder Videos von mir. Ich werde nachher noch gleich noch Paper Mario aufnehmen. Ja, ich werde Paper Mario aufnehmen, Alex. Was wahrscheinlich zeitgleich mit dem wir kommen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe überhaupt gerade Musik zu hören, aber ich muss Paper Mario aufnehmen. Ist übrigens momentan die englische Version. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Scheiße, ich habe keinen Bock drauf, die englische Version. Na, ist ja egal, auf jeden Fall. Freut euch. Und ich werde auch ein paar N64-Spiele spielen. Also richtige N64 über den N64. Nicht über den Emulator, weil die Spiele lecken übelst auf dem Emulator. Quasi über Grabber. Das heißt, ihr habt wieder dieses Brummstörgeräusch. Ist mir aber egal, solange man meine Stimme noch relativ ordentlich hört. Hört. Genau. Ich habe nämlich einige N64-Spiele, der N64 gehört mein Bruder. Und ich habe noch einige N64-Spiele, die ich mal so anspielen will, was mich mal so in den Fingern juckt. Und dann euch dazu halt blabben, so eine halbe Stunde oder so. Könnt ihr euch drauf freuen. Ich möchte auch mal so wie im PS2-Titel spielen, einen richtigen mit Story, so wie Kingdom Hearts 2 oder sowas, habe ich mal richtig, wieder richtig Bock drauf.
das Spiel zu spielen. Vielleicht kommt es auch irgendwann, vielleicht kommt noch Final Fantasy 12, vielleicht kommt noch Dirge of Cerberus, Final Fantasy 7. Ich weiß es noch nicht. Es kann alles kommen, Leute. Ich hab's. Vielleicht geht's auch mit Metal Gear Solid 2 weiter. Uah, ein Part gemacht, nie wieder angepasst. Einfach Unlust, Leute, da war einfach die Unlust nicht da. Aber es wird wahrscheinlich, es wird auch weitergehen, wenn ich das neue Headset habe, dann wird Metal Gear Solid 2 auch die Lust wieder da sein. Also auf jeden Fall macht euch jetzt auf Brumm-Videos gefasst, da kann ich jetzt nichts gegen ändern. Wenn einer von euch noch ein, genau, wenn einer von euch noch ein altes Headset hat und mir es gerne schicken möchte, also ein altes Headset und ihr das halt nicht mehr gebrauchen könnt, ne? Und ihr jetzt wirklich sagt, ja, das Headset hat eigentlich eine relativ gute Qualität, damit Dollar jetzt nicht ein Headset kaufen muss. Ich bettle jetzt nicht rum, aber wenn einer wirklich ein Headset hat und sagt, ja, ich brauche das wirklich nicht mehr und Dollar ist noch, überleg mal, ich bin 15, ich verdiene mein eigenes Geld nicht. Fragt mich einfach, wenn ihr das wirklich loswerden wollt, ohne dass ich da jetzt irgendwie in Unkosten gestürzt werde. Also der, ohne dass ihr jetzt sagt, ja, dafür will ich jetzt aber noch, weil es gebraucht ist, noch ein Zehner haben oder so, dann könnt ihr es behalten wollen. Aber wenn ihr jetzt wirklich loswerden wollt, ein altes Headset, nehme ich das gerne an. Weil ich kann sowas momentan wirklich gebrauchen. Und um jetzt unbedingt ein neues zu kaufen, finde ich ein bisschen doof. Also wenn einer von euch noch ein altes Headset hat, ist mir scheißegal, ob es USB oder nicht, schickt es mir, dann gebe ich euch über YouTube PN oder über Skype meine Adresse. Wenn ihr es loswerden wollt, stehe ich da gerne zur Verfügung, bevor ihr es irgendwie verschrottet oder wegschmeißt. Auch wenn es irgendwelche Fehler hat, wenn der Rahmen gebrochen ist, ist mir scheißegal, ob sag ich am Mikro. So. Battler-Mode aus. Ja, ich bin ein Battler. Nein, ich bin Battle nicht. Ich habe ja gesagt, ich zwinge euch ja nicht. Auf jeden Fall sage ich dann mal wieder Tschüss. Wenn noch irgendwas ist, melde ich mich wieder im Info-Video. Wisst ihr, kennt ihr von mir, ne? Neuerdings wieder. Und freut euch auf neue Projekte, die jetzt wahrscheinlich anfangen werden. Freut euch auf Paper Mario, was wahrscheinlich 100 Jahre noch dauern wird, bis ihr das irgendwann mal wieder beginnen, weitermachen. Freut euch auf Super Mario Land 2, wo es mit geiler Musik und ohne irgendwelchen Sound weit bestimmt auch wieder weitergeht, weil kennt ihr ja momentan rumspackt bis zum Arschloch. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören vor 12 Minuten sinnloses Rumgelaber. Ich weiß, ihr steht drauf. Der bis hier gekommen ist, schreibt's Comments. Schreibt in die Comments, ich bin bis 12 Minuten 29, 30, 31, ich bin bis 12 Minuten 35 gekommen. Dann bedanke ich mich und sage Ciao Bella. Mia Mella. Oder wie sagt man das? Sagt man das so? Ich weiß nicht. Ich schreibe jetzt meine SMS. Ich habe schon wieder zwei neue. Immer diese Weibe. Na ja, dann. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.